wir bereiten hier ein Kabel vor für Chemlock-System. Der werte Kollege hat jetzt schon mal 2, 3 vorgefertigt und damit wir für das Video gewappnet sind. Und das machen wir jetzt mal. Ne? Kabel abisoliert, abgesetzt, ab einer bestimmten Länge. Der Hinterdüse wird ausgemessen. Der Kollege ist erprobt beim Absetzen, deswegen macht er das mit der Schere. Er hat da mehr Gefühl drin. Das ist in Ordnung, solange er keine Adern anritzt. Das wird er bestimmt jetzt nochmal kontrollieren. Aufgezogen, aufgesteckt. Jetzt wird die Ader-Endhülse und das Kabel in den Chemlock eingeführt und verschraubt. Beide Überschrauben werden gleichmäßig angezogen. Das besagte System. Hier kommt dann die Kabel, der Einschub rein, wird das befestigt. Hier so ein schönes Loch. Vielleicht seht ihr das. Und dort muss dann dieser weiße Pflasterstift, der hier, Dorn, wie auch immer, den eingeschlagen werden. Das machen wir jetzt. Jetzt wurde der Dorn in das besagte Loch eingeschlagen, und zwar bis zum So sieht ein Chemlock-System oder Set aus 5 Adern. Da haben wir grün, braun, grau, schwarze und den blauen für den Zustand.